Und es ergießt sich immer noch ein riesengroßer Shitstorm übers Internet auf die Leute von Ankerkraut. Wir sind ja hier in Hamburg und wir haben ja hier auch die Hamburger, den Hamburger Hafen und wir suggerieren damit Nachhaltigkeit. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozorg Mega S, zu einem weiteren Meinungsvideo bei mir auf dem Kanal. Ich begrüße euch. Wie ihr im Titel erkannt habt, geht es heute um das Thema Ankerkraut und die Influencer-Verarsche in Deutschland, sage ich jetzt mal. Für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, seit gestern ist es sozusagen die Katze aus dem Sack. Ankerkraut wurde an Nestle verkauft von den Gründern. Und die haben sich einen richtig geilen Reibach draus gemacht und die haben, haben Millionensummen gewonnen. Und was das Ganze mit sich auf sich hat, das werde ich heute in diesem Video mit euch besprechen. Für die Leute, die das nicht mitbekommen haben oder auch gar nicht wissen, worum das geht. Also erstmal vielleicht auch zu mir. Ich bin Ozorg, falls ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert. Da gibt es immer mal wieder solche coolen Meinungsvideos zu allen möglichen Themen aus unserem Leben. Jetzt Influencern, zu YouTube, aber halt auch zu Dingen, die mich einfach persönlich betreffen, würde ich mich sehr darüber freuen, würde mich supporten, vielen Dank. Wer ist Ankerkraut und worum geht es da eigentlich? Also für die Leute, die es wirklich nicht mitbekommen haben, das ist ja gestern sozusagen am 14.04. durch die Medien gegangen, heute ist es einen Tag später so und es ergießt sich immer noch ein riesengroßer Shitstorm übers Internet auf die Leute von Ankerkraut. Da ist es einfach so, die Firma Ankerkraut an sich, die wurde 2013 gegründet und zwar von Stefan und Anne Lemke, das heißen glaube ich die beiden Gründer, die das Ganze halt so ins Leben gerufen haben. Und Ankerkraut ist vielleicht auch ein paar Leuten halt ein Begriff, weil das ist ja ein eingetragener Markenname jetzt auch seit 2014, also ein Jahr später, mit dem man sozusagen werben darf. Ankerkraut an sich beinhaltet ja nichts anderes außer halt verschiedene Kräutermischungen, also eigentlich ein ganz, ganz cooles Konzept für Lebensmittel zum Würzen, zum Abschmecken, zum Essen machen, zum Grillen, fürs Barbecue und sonst was. Da ihr die Leute, die mich schon länger kennen und meinen Kanal verfolgen, ihr wisst ja, ich bin Fan von Gewürzen, ich esse sehr, sehr gerne Gewürze und wir hatten ja auch im November, Dezember diesen Just Spice Adventskalender gehabt. Da haben wir auch noch Gewürze von uns da und Gewürze finde ich immer sehr, sehr cool. Ankerkraut an sich hat sich sozusagen als Marke oder die Idee von den beiden Gründern war gewesen, man wollte am deutschen Markt eine nachhaltige, gesunde, kluge Alternative in Sachen von Gewürzen an Start bringen, wo halt auf Zusatzstoffe und auch, ihr kennt das ja vielleicht, wenn man sich so eine Gewürzmischung günstig bei Aldi kauft, da sind dann so Rieselhilfen und sowas mit dabei, damit es besser rauskommt und alles und so Zusatzstoffe. Darauf wollte man halt verzichten und der Hintergrund des Ganzen ist natürlich halt auch, dass man sagt, hey, man muss ja auch keine Zusatzstoffe in den Gewürzen drin haben, wenn man eine ordentliche Mischung reinmacht, dann schmeckt das bestimmt auch gut. Man muss da nicht irgendwas Ekliges mit runtermischen. Ja. Diese Idee und dieses Konzept kam natürlich ganz gut an. Wir erinnern uns jetzt mal zurück, 2013, 2014, 2015, da fing das ja auch so gerade an mit diesem ganzen gesunderer Lebensstil, vegan und alles muss bio sein und so. Das heißt also, die Gründung dieses Unternehmens hat natürlich genau in die Kerbe reingeschlagen, welche ja von der gut betuchten High Society, also egal ob das jetzt in Berlin ist, in Hamburg, in München, gut angenommen wurde. Also die Leute, die sich ja bewusst und nachhaltig ernähren wollen, die wollten ja auch was dann in Sachen Gewürzen haben, sage ich jetzt mal. Also dass man auch wenn man seinen veganen Schnitzel dann brät, das auch nachhaltig würzen kann, wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, auf jeden Fall ist es halt so gewesen, die Gründer haben im ersten Jahr wenn ich mich jetzt nicht irre, vielleicht blende ich es euch auch ein, 80.000 bis 90.000 Euro Umsatz gemacht, das war schon sehr, sehr gut. Und dann in den ersten drei Jahren knappe 1,5 Millionen Euro Umsatz. Wichtig für die Leute, die es wieder nicht verstehen, dass das kein Gewinn, Umsatz ist immer nur das, wenn ich halt was einkaufe, was produziere und dann halt daraus wieder was, Geld wieder reinkriege. Also ich setze was um. Das heißt, das Umsatz ist nicht immer gleich Gewinn. Das klingt zwar immer so groß, aber wenn man halt einen Umsatz von 1,5 Millionen macht, aber nur einen Gewinn von 50.000 dann da dran, dann habe ich eine sehr, sehr niedrige Gewinnspanne, sage ich jetzt mal, eine Gewinnquote. Aber das ist alles mal, sei mal dahingestellt. Und Ankerkraut, also die Leute, die Lemkes haben sich dann, vielleicht kennen das ja einige, bei dieser Höhle der Löwen vorgestellt.
Höhle der Löwen, glaube ich, läuft auf Fox, bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr so ganz sicher, wo das überall gelaufen ist. Und die haben natürlich dann ihr Konzept mit den nachhaltigen, gesunden Bio-Gewürzen da vorgestellt und hatten halt gehofft, dass sie da eine gute, ja, also einen guten Deal machen und ihr Geschäft an jemanden verkaufen könnten. Damals war dann Frank Thelen auch mit dabei, den kennen vielleicht auch einige, der sitzt ja häufiger in dieser Höhle der Löwen-Geschichte mit drin und da wollen sie dann ja sozusagen coole Ideen, coole Startups dann entweder aufkaufen oder sich dran beteiligen. Der Deal sollte so um die 300.000 Euro damals sein und ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob Frank Thelen den Deal in der Sendung abgeschlossen hat oder ob das danach war. Auf jeden Fall hat sich der Thelen an dem Ankerkraut-Business mit 20% beteiligt. Und daraufhin natürlich, klar, wenn man jetzt noch einen Investor hat, der noch mehr Geld reinpumpt, dann kann man natürlich noch mehr machen. Und da ging es dann natürlich auch erst recht los mit Ankerkraut. Das heißt, das ist ja genau die Zeit, wo es auch mit YouTube und Social Media so richtig losging. 2016, 2017, 2018, wo auch viele neue Leute sozusagen im Social Media Bereich aktiv geworden sind, sich einen Namen gemacht haben und es wurde extrem viel Werbung gemacht, es wurde extrem viel Marketing gemacht. Natürlich wurden auch Influencer angeschrieben, die dann die Produkte ja entweder gratis zur Verfügung gestellt haben oder sich als Partner von denen beworben haben, dass man dann krasse Rabattcodes bekommen hat, um dann günstiger das zu kaufen. Und man muss es natürlich halt immer ins Verhältnis setzen. Ankerkraut oder generell auch diese Premium-Gewürze ist massive Abzocke. Da bezahlt man für so ein kleines Gläschen von Gewürzen, egal was es jetzt ist, 5 bis 6 Euro. Ja, wo ich mir dann denke, da sind dann 70 Gramm oder 80 Gramm oder 100 Gramm Gewürze drin. Das ist schon unverschämt. Ja, also kann ich nur sagen, ich finde das sehr, 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 sehr teuer. Ich persönlich muss natürlich sagen, ich würde mir das halt nicht kaufen, obwohl ich Gewürze sehr, sehr gut finde. Aber ich bin halt nicht bereit, so einen hohen Preis zu bezahlen. Ja? Natürlich kommt dann auch noch dieser Flair mit dazu, dass Ankerkraut sagt, ja, wir sind ja hier in Hamburg und wir haben ja hier auch den Hamburger Hafen und wir suggerieren damit Nachhaltigkeit. Dann wird alles in kleinen Glasgläschen verkauft und nicht in Plastik, weil wir nachhaltig sind. Und dann haben wir dafür gesorgt, dass unsere Produkte alle biozertifiziert sind und sowas halt. Also dieser ganze Marketing-Trick und diese gesamte Prozedere um Ankerkraut basierte natürlich darauf hin, Leute anzusprechen, die halt in diesen Nachhaltigkeitswahn reingesogen worden sind, sage ich jetzt mal. Ich persönlich finde Nachhaltigkeit gut, also wenn man bestimmte Dinge macht, die langlebig sind, weil ich möchte ja auch nicht jeden Tag, weiß ich nicht, 50 Plastikkaffeebecher trinken, ihr versteht schon, was ich meine, wenn man am Bahnhof ist. Das ist alles scheiße, unterstütze ich auch, aber natürlich wurde da dieses System und diese Art und Weise der Nachhaltigkeit gut im Marketing verarbeitet, kann man einfach sagen. Und da haben natürlich halt auch ganz viele Influencer halt mitgeholfen. Wenn man jetzt mal überlegt, beispielsweise die Sizzle Brothers oder so ein Le Floyd oder auch die anderen Grill-YouTuber, die es so gibt, die haben halt alle groß immer schön Ankerkraut in die Kamera gehalten. Auch Leute, die halt auf Twitch unterwegs sind im Livestreaming, da kenne ich auch einige neue oder Leute, die halt Twitch-Partner sind, die dann auch sich mit Ankerkraut auseinandergesetzt haben. Und natürlich wird dort diese Social-Media-Blase und diese Bubble ausgenutzt, weil man natürlich versucht, die teuren Produkte, die sie anbieten, die von mir aus auch ganz gut sind, ich will die Produkte nicht schlecht reden, aber die halt sehr, sehr teuer sind, möglichst an eine konsumfreudige, meistens nicht so nachdenkende Zuschauerschaft zu verkaufen. Und selbst wenn es dann nur so ist, man ist dann in einem Livestream auf Twitch unterwegs und dann sagt die eine Streamerin, hey, mit dem Code so und so 15 kriegt ihr 15% auf eure Ankerkrautbestellung und ihr supportet mich damit, dann sind die Leute natürlich, ja, weil das ja Fans sind, eher bereit, den hohen Preis zu bezahlen, als wenn man sagen würde, okay, ich biete das nur im Laden an. Ankerkraut an sich hat auch selber bisher keine eigenen Ladengeschäfte, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Es gab mal wohl auch einen in Hamburg, der aufgemacht hatte, der aber dann halt kurz bevor oder zu der Corona-Zeit, so Ende 2019, Anfang 2020 wieder schließen musste. Und dementsprechend gibt es natürlich die Produkte von Ankerkraut nur im Online-Handel oder halt natürlich in ausgewählten Non-Discountern. Das heißt also bei Rewe, bei Edeka, bei Kaufland, bei Real
und halt bei den größeren Marktketten, sage ich jetzt mal. Also nicht bei Aldi oder bei, also außer Aldi hat eine Sonderkooperation oder Lidl so. Also da sieht man das eher weniger. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage gewesen, warum ist denn jetzt dieser gigantische Shitstorm auf die losgebrochen? Also, die haben natürlich ihre Marke und ihre Art und Weise extrem gut an den Mann gebracht und haben natürlich auch gute Umsätze und gute Gewinne erzielt mit Ankerkraut. Und jetzt haben sie in diesem Monat, seit gestern ist also wie gesagt die Nachricht draußen, ihre Seele verkauft. Die haben gesagt, ja, also auf gut Deutsch, es gibt auch so ein Pressestatement, Leute, die auf der Reise sind, die soll man nicht aufhalten. Ja? Also die haben halt ihre gesamte, also den Großteil ihrer Firma jetzt an Nestle verkauft. Nestle steht ja in der Kritik, das wissen ja auch einige, da gibt es ja auch zahlreiche Dokumentationen drüber, dass sie in Afrika den Leuten das Wasser wegnehmen, dass verseuchtes Milchpulver verkauft wurde, dass Tierversuche gemacht werden, dass genetisch veränderte Lebensmittel angebaut werden, um halt noch mehr Gewinne zu machen. Und Nestle ist eine ganz schlimme Firma und ein schlimmer Großkonzern. Und sozusagen hat man jetzt seine Seele an den Teufel verkauft. Die stehen natürlich da extrem in der Kritik, was ich auch als zu Recht empfinde, muss ich sagen, weil Nestle zu supporten ist natürlich halt so eine Sache, die man ja, muss halt nicht sein. Ausgerechnet hat jetzt, glaube ich, der Stern, dass die beiden jetzt, also durch den Verkauf an Nestle, Multimillionäre geworden sind. Also Multimillionäre heißt ja mehr als 1, 2, 3 Millionen. Und das Erste, was sich der Jute Lemke gegönnt hat, natürlich von seinem hart verdienten Nestle-Geld, ist erstmal ein Porsche für 200.000 Euro schön richtig Porsche fahren. Und da sieht man dann halt all diese ganze Geschichte dahinter mit, ja, wir wollen hier was Nachhaltiges schaffen, wir wollen hier was Gutes schaffen, wir wollen den Menschen einen Mehrwert bringen, wir wollen mit unseren Produkten zeigen, dass es auch anders geht. Im Grunde genommen alles nur eine Show und eine Farce gewesen ist, weil jetzt haben sie ja ihr Ziel erreicht, sie sind reich, sie müssen nichts mehr machen, sie beteiligen sich noch so ein bisschen an den Firmendingern, aber keine großen Selbstaufopferungen mehr, nicht mehr Vollzeit darin reinarbeiten müssen. Als Selbstständige, wunderbar, ich habe ausgesorgt, mein Leben ist gelebt, geil, Alter. Und das muss man natürlich, das kann man auf jeden Fall kritisieren, bin ich der Meinung, weil das Ganze ist natürlich so ein bisschen verlogen, dass auf der einen Seite diesen Flair von gesund, Bio, Nachhaltigkeit suggerieren, um dann, weil man hat ja keine Kunden bei Ankerkraut, sondern man hat ja Fans und Unterstützer, dann sozusagen jetzt vor den Kopf zu stoßen, ist natürlich schon sehr, sehr lustig. Also ich persönlich muss sagen, ich finde das extrem krass. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn ich selber in so einer Lage wäre, ob ich das machen würde. Aber man muss sich natürlich im Klaren darüber sein, welche Firma man da unterstützt mit Nestle. Und dann kommen halt so Worte, ich kann das zitieren, ich hatte es mir aufgeschrieben gehabt. Einen Moment. Genau, Zitat. Die Lemkes haben ein gutes Gefühl mit dem Verkauf an Nestle. Ja, da hätte ich auch ein gutes Gefühl, wenn ich mehrere Millionen Euro bekommen würde. Einfach total geil. Ja, und natürlich ist es halt so, dass Ankerkraut an sich ja auch, wie gesagt, an die High Society rausgebracht wurde. Also an die Besserverdiener in Berlin und Hamburg und München. Muss man einfach knallhart so sagen. Weil kein normaler Mensch und kein normaler Arbeiter geht jetzt in den Supermarkt, weil er sein Nackensteak, was er bei Aldi gekauft hat, mit Gewürzen von Ankerkraut würzen möchte, weil es dann noch besser schmeckt. Kann ich mir nicht vorstellen. Also bestimmt gibt es auch so Menschen, aber das ist nicht die Regel, denke ich mal, in der Zeit. Natürlich möchte ich nicht den Moralapostel spielen und die Lemkes haben sich natürlich höchstwahrscheinlich auch wirklich in ihre Firma, die sie 2013 gegründet haben, aufgeopfert und viel Lebenszeit da rein investiert und natürlich auch dafür gesorgt, dass sie damit erfolgreich sind. Und wenn man natürlich ein erfolgreiches Unternehmen hat, möchte man ja von seinen Einnahmen und was man damit erzeugt, ja auch leben von. Das ist alles vollkommen okay und auch nachvollziehbar. Aber man hätte sich natürlich halt jetzt auch einen anderen Großkonzern suchen können. Es hätte ja nicht Nestle sein müssen. Man hätte ja auch eine andere Firma oder sowas da unterstützen können. Abgesehen halt davon, dass der Markt in Deutschland, was Gewürze angeht, ja krass dominiert ist. Das wissen vielleicht auch gar nicht so viele Leute. Die Gewürzfirma Fuchs, vielleicht kennen die ein paar,
Die halten in der Gewürzverkaufsbereich deutschlandweit einen Marktanteil von ca. 80%. Das heißt, Ankerkraut an sich und auch noch andere Gewürzhersteller wie beispielsweise Just Spice bedienen einen Marktanteil von gerade mal 2-3%. Das heißt also, die Menschen, die das kaufen, die kaufen das bewusst ein, weil alle anderen scheinen ja sich mit dem, was es schon gibt, abzufinden. Oder es gab halt nicht genug Konkurrenz, um halt aktiv, sage ich jetzt mal, dort was zu machen. Also Ende vom Lied ist jetzt natürlich einfach, dass ich sage, ich finde das sehr, sehr lustig, weil viele Leute, also die jetzt natürlich auch Ankerkraut unterstützt haben im Social-Media-Bereich, haben jetzt natürlich bewusst Kritik geübt, weil sie sich verarscht fühlen. Und ich kann das nachvollziehen. Also wenn man sagt, man hat da ein Unternehmen, was hip, cool, modern, nachhaltig, bio und sonst was ist, und man will das unterstützen, weil man sagt, ja, das entspricht meinem eigenen Lebensstil oder das entspricht meiner eigenen Art und Weise, wie ich mit den Dingen umgehe. Ich möchte das gerne unterstützen. Und dann kriegt man sozusagen in die Fresse geboxt mit, hier, guck mal, wir haben an Nestle verkauft. Schwierig, ganz schwierig. Ende vom Thema ist jetzt einfach, dass man mal gucken muss, wie sich das Ganze weiterentwickelt, was da mit der Ankerkraut-Geschichte noch passiert und welche Leute jetzt auch noch einen Aufschrei dazu halt haben werden und wer sich da noch zu melden wird. Ich weiß gar nicht, ob der Frank Thelen da auch schon noch eine Information oder irgendwas dazu rausgehauen hat, weil der ja auch Anteilseigner ist an dem Ganzen und ist natürlich halt so eine Sache, wo ich mir immer so denke, okay, der hat ja schon damals Geld investiert, der hat das bestimmt auch schon längst wieder raus aus der gesamten Geschichte, aber der hat natürlich auch ein bisschen Wörtchen mitzureden, weil wenn man Anteilseigner an irgendeiner Firma ist, dann hat man natürlich auch ein gewisses Mitspracherecht. Ja, so viel erstmal zu diesem Thema. Ihr könnt mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Deal und dem Verkauf von Ankerkraut an Nestle so haltet, was ihr von den Menschen dahinter haltet und wie ihr euch mit der ganzen Sache vielleicht auseinandergesetzt habt, ob ihr schon mal Ankerkraut gekauft habt, ob ihr die Gewürze gut findet. Ich persönlich, wie gesagt, habe ja gesagt, ich finde das einfach unverhältnismäßig teuer, für so ein kleines Gläschen halt so viel Geld zu bezahlen. Weil ja, natürlich, auch Gewürze frisst man ja nicht löffelweise, sondern auch immer in kleinen Portionen. Aber 7 Euro oder 8 Euro für so eine coole Hawaii-Mischung oder African-Style oder sowas, ja, weiß ich nicht, schwierig. Also würde ich nicht bezahlen. Ja, ansonsten war es das dann soweit mit diesem Video. Ihr könnt mir natürlich gerne noch einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Oder falls ihr noch keine Abonnenten seid und nur wegen diesem Thema auf diesem YouTube-Video gelandet seid, würde ich mich über ein Abonnement wirklich sehr, sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozok. Ciao.